Jo Leute, grüß euch. Mein Thema heute ist der Konflikt alt versus jung und umgekehrt. Meiner Ansicht nach muss das nicht sein. Denn zum Beispiel, wenn man in einer Werkstatt arbeitet, dann kann zum Beispiel ein älterer Herr, also der Master oder wer auch immer, dem Lehrling zeigen, ist sogar seine Pflicht, ihm zu zeigen, wie man die Maschinen bedient. Jetzt gibt es in diesem Falle zwei Varianten, entweder Learning by Doing oder man lässt ihn gleich ins kalte Wasser springen. Die richtige Variante ist in diesem Falle, der Master zeigt es ihm und der Lehrling macht es noch. Dies kann man allerdings auch in viele andere Bereiche oder in den sozialen Bereich übertragen, wie zum Beispiel bei Future Friday. Ich war mal in einer Schule und habe dort, also ich bin von einer Bekannten eingeladen worden in eine Schule und bin einmal gefragt worden, hey, wieso sind die Schüler Schulschwänzer, wenn sie am Freitag demonstrieren gingen. Meine Antwort war darauf, liebe Lehrer, macht's daraus einen Sachunterricht. Das heißt so viel wie, man geht mit den Kindern raus, eine Stunde, macht bei der Veranstaltung mit und dann, wenn möglich, geht man wieder rein mit ihnen. Und dann sollen sie zum Beispiel einen Bericht machen oder dann wird darüber diskutiert. Leider steht in diesem Falle noch in den Sternen, ob das eigentlich was bringt. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wichtig ist mir, dass die Älteren mit den Jüngeren zusammenarbeiten und nicht gegeneinander. Ich werde in die sozialen Netzwerke einmal was zum Klimawandel sagen. Allerdings ist es mir wahrscheinlich von manchen Leuten als Angriff zu verstehen, aber es ist kein Angriff in diesem Falle. Aber auf was ich raus will, ist, die jüngere Generation jetzt nicht nur in diesem Beispiel, sondern auch generell in jeder Schicht. Und die Ältere sollten zusammenarbeiten. Denn es ist klar, dass sich die Jüngeren in manchen technologischen Bereichen, wie zum Beispiel Programmierung, besser auskennen, weil sie sind ja schließlich ja damit aufgewachsen. Und sie wachsen ja damit auf, logisch. Aber, wie zum Beispiel eine Mutter mit 50 Jahren kann ihrem 17-jährigen Sohn auf einem Parkplatz genauso gut beibringen, wie man ein Auto fährt. Jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, ja klasse, das kennen die Jüngeren untereinander auch. Das ist schon richtig. Aber wenn die Mutter zum Beispiel jetzt ein altes Auto hat, das noch keine Vollautomatik hat, oder sagen wir mal, das eine Halbautomatik hat und noch keine Sensoren, dann ist es wesentlich schwerer. Denn wenn man sich heutzutage auf die Sensoren verlässt, kann man zwar machen, bringt aber nichts. Sie sind hilfreich, aber das ist nicht das Thema. Auf was ich in dem Video aussehen will, ist einfach, die Jüngeren sollten auf die Eltern hören und die anderen Tipps und Ratschläge berücksichtigen, denn und die Älteren auch ebenso auf die Jüngeren. Es sollte kein Generationskonflikt heutzutage entstehen. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen wirklich, scheißegal was für Alter, zusammenhalten, denn nur so haben wir nur eine Chance. Und wenn wir diesen Planeten retten wollen, dann müssen wir global zusammenhalten. Und auch dazu werde ich in die sozialen Netzwerke mal was sagen. Abschließend kann ich nur sagen, ich habe damals auch nicht recht auf meine Eltern gehört, eine Zeit lang nicht auf meine Eltern gehört, schon gar nicht in der Pubertät.
weil ich bin mit 15 Jahren schon ausgezogen und bin in ein Ausbildungszentrum gekommen, auf freiwilliger Basis, weil ich dort meine Erfahrungen machen wollte. Auch dort haben mir ältere Personen gesagt, wie es funktioniert, aber die älteren Leute haben sich auch meine Vorschläge angehört. Wir müssen wirklich heutzutage, und da muss ich schon sagen, die jungen Leute sind heutzutage weiter als wir früher. Ich bin jetzt 38 Jahre alt. Meine Mutter ist über 60 und meine Vorgesetzten sind logischerweise teilweise auch schon älter als ich. Zwar nicht alle, aber ein paar. Und dennoch respektiere ich auch den Ratschlag der jüngeren Leute. Es geht mir jetzt darum, dass ihr versteht, dass das Alter in gewisser Weise nicht immer eine Rolle spielt. Klar, ältere Leute haben mehr Erfahrung. Aber die Jüngeren können, wenn sie wollen, von dieser Erfahrung profitieren. Und die Älteren können auch von der Erfahrung der Jüngeren profitieren. Das heißt jetzt nicht nur, wenn man jung ist, hat man weniger Erfahrung. In viele Bereiche, zum Beispiel im technologischen Bereich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein 50-Jähriger eine App programmieren kann oder dass einer, der was weiß ich, noch nie was mit einem Computer zum Tag gehabt hat, jetzt einfach so hergeht und einen Rechner, also ein MacBook oder was auch immer, auf Sprachsteuerung umprogrammiert. Die haben damit keine Erfahrung. Das heißt, so viel wie im Klartext, Erfahrung hängt nicht nur mit dem Alter zusammen. Jüngere Leute haben mehr Erfahrung am Computer, ältere mehr mit dem Auto. Und das ist alles, es kommt ganz aufs Fachgebiet drauf an. Und was ich noch dazu sagen muss, bezüglich der Schulen. Viele Leute glauben immer wieder, ja, das, was wir in der Schule brauchen, das, was wir in der Schule machen, brauchen wir eh nicht. Es gibt einen Satz von einem Professor, den was ich immer wieder gerne zitiere, weil er ist zwar vielleicht ein Angriff auf die Lehrer, aber er stimmt hundertprozentig. Die einen unterrichten Kinder und die anderen unterrichten Fächer und erschaffen Kompetenzen. Aber wir brauchen heutzutage nicht nur Kompetenzen, sondern wir brauchen heutzutage auch Leute, die anpacken können. Denn egal wie alt eine Person ist, und da möchte ich jetzt nur mal ganz kurz auf die Werkstatt zurückkommen, das ist ja in dem Fall das beste Beispiel. In einer Werkstatt wird ein Mentor, also das vorige Beispiel kennt ihr, und ich erweitere das Ganze jetzt nur mal. Ein jüngerer Mensch braucht den Rat eines Älteren oder umgekehrt. Und daher bin ich für eine Zusammenarbeit zwischen jung und alt oder umgekehrt. Über ein Like, ein Abo und eure Kommentare, eure produktiven Kommentare oder wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, würde mich sehr freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Euer Mike.